Der letzte Börsentag dieser Woche hat begonnen und es sieht gar nicht gut aus für den deutschen Aktienindex. Wir nehmen es mal vorweg, er liegt bei 5.555 Zählern mit 172 Punkten oder 3,0% im Minus. Ja, was ist denn da los? Rezessionsängste keimen plötzlich wieder auf und das hängt zum einen damit zusammen, dass Präsident Barack Obama die Wachstumsziele für die Vereinigten Staaten von Amerika nach unten korrigiert hat. Und damit nun endgültig sich der Eindruck verfestigt, dass die USA als Motor der Weltwirtschaft in den kommenden zumindest 1 bis 2 Jahren ausfallen werden. Barack Obama senkte nämlich die Prognose für das Bruttoinlandsprodukt für das laufende Jahr auf 1,7%. Bisher war man von 2,6% ausgegangen und für das kommende Jahr auf 2,7%. Bisher war man hier von einem Wirtschaftswachstum von 3,6% ausgegangen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ja heute im Laufe des Tages noch Arbeitsmarktdaten bekommen. Und auch da äußerte sich gestern Präsident Obama, dass wir mit einer anhaltend hohen Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten rechnen müssen. Und das sind natürlich keine guten Vorboten für die Arbeitsmarktdaten. Am heutigen Nachmittag um 14.30 Uhr werden sie traditionell veröffentlicht. Und da machen Anleger vorsichtshalber am Aktienmarkt eben mal Kasse. Das drückt die Kurse jetzt weiter nach unten. Dazu kommt auch noch eine Meldung, dass wohl Griechenland die Defizitziele verfehlen werde. Auch da droht neues Ungemach, neue Unruhe, also keine guten Vorzeichen für den Abschluss dieser Börsenwoche. Einige Derivateanleger versuchen es dennoch mal und setzen mit Calls und mit Knockout-Call, mit Call-Optionsscheinen und Knockout-Calls auf zumindest eine technische Gegenbewegung im Laufe des Tages. Aber das ist natürlich in diesem Marktumfeld auch ein Spiel mit dem Feuer. Der Euro leidet ebenfalls. Er fällt auf 1,4230. Das ist auch nicht nach dem Geschmack der Eubax-Anleger, die hier eher mit Kurs auf steigende Euro-Notierungen gesetzt hatten. Und von den ganzen Nachrichten besonders betroffen sind die Bankenwerte wie die Deutsche Bank und die Commerzbank-Aktie, die besonders stark im Minus liegen. Und das gefällt ebenfalls vielen Privatanlegern nicht, die ja hier eher gerade auf steigende Kurse der Deutsche Bank Aktie setzen wollten.